Moin Farmers, ich habe mir gedacht, da wir immer noch September haben, wir können ja noch nicht den Mais ernten, gucken wir, ob wir kostenfreies Wasser kriegen, ob das mit dem Fluss vielleicht doch funktioniert, jetzt wo wir den richtigen Tankwagen haben. Und dann würden wir noch ein paar Gewächshäuser hinzimmern, dass wir ein bisschen auf lange Sicht Umsatz machen, hoffe ich mal. Aber würde ich sagen, ab dafür. Ich mag keine Karotten. Das ist ekelhaft. Voll die dumme Idee irgendwie. Warte mal, wo waren hier Plüsch? Oh ja, einmal nachspülen. Ab dafür. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Fluss da vorne gewesen. Badezeit! Mobiler Wassertank auffüllen. Yes, und es kostet kein Geld. Dann machen wir einmal das andere Gewächshaus voll. Und dann werden wir noch ein paar dahin zimmern. Habe ich ja diesen Wassercontainer-Tank da völlig umsonst gebaut, wa? Ein Stoppschild. Ich sehe absolut gar nichts. Oh, ist frei. Oh, Verkehrsunfall. Sorry, Bruder. Hey, warte mal. Ich hatte Vorfahrt, du Ratte. Ich bin einfach reingepfeffert. Vorfahrt hat er mir genommen. Tja, es gibt eine Anzeige. Alter, wie fahren die denn? Sind alle besoffen. Jo. Schulterblick. Wie so ein Dämon. 180 Grad Kopf verdreht. Juhu! So. Und tanken. Oh, wir sind auf Null. Wie viel Wasser kann da noch rein? Also 14.000 haben wir drin und wie viel kann? Doof. Nochmal voll machen. Boah. Eieiei. Sind nur alle besoffen. Wenn das die Polizei sieht. Oh, der kommt aber ganz schön schnell, wa? Oh, wir werden verfolgt. Abkürzung. Den hängen wir ab. Oh, eine schöne Hütte. Ich müsste mal gucken, jetzt wo ich den Hänger habe, ob das vielleicht sogar reicht, wenn ich zu dem kleinen Graben fahre. Ich meine, da ist nicht viel Wasser drin, aber vielleicht muss ich ja gar nicht so weit fahren. Und stopp! Cool. So, jetzt haben wir das Ding schon mal voll. Einmal professionell zurücksetzen. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist auch scheiße, dass hier der Mount Everest sich da unter meinem Gewächshaus gebildet hat, du. Schade, da reicht der Wasserpegel nicht. Würde ich sagen, wir bauen hier einfach gegenüber nochmal so ein Ding hin. Wenn wir schon ein bisschen nach was aussehen, dass wir mit dem Trecker da noch durchkommen.
Perfekt. Was ist denn das? Was ist die Beregnungsanlage hier? Wo sind meine roten Tomaten? So, hier ist kein Wasser drin. Ich muss noch gucken, was will ich denn anbauen? Sagen wir nochmal Tomaten. Ah, lass mich durch. So. Trockengemüse. Da müssen wir nochmal Wasser holen. Brot! Oh. Oh, Kacke. Ich häng fest. Hallo. Oh. Kann jetzt hier gar nicht mehr. Ich kann jetzt hier gar nicht mehr lang fahren. Das ist ja Kacke. Eieiei. Ah, gut, muss die andere Seite mal reinfahren. Exit! Autobahnabfahrt! Kommt keiner. Ich würde sagen, der Schwächere verliert, aber irgendwie kacke ich ganz schön ab gegen die Autos mit meinem Trecker. Hier, der hat auch nicht angehalten und geguckt. Hier ist eine Haltelinie. Der ist einfach rübergeballert. Ich hätte den mal erstmal leer machen sollen, bevor ich jetzt hier wieder neues Wasser hole. Oh, hier sind ja richtig meine Treckerspuren von vorhin noch drin. Ich bin voll. Miau. Oh. 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 Kontrolle verloren. Alter, was ist. Hallo. Sind doch alle besoffen. War ein Erwachsenenspiel. So, jetzt muss ich einmal ausholen. Jetzt dürften doch, jetzt müsste ich doch eigentlich immer beide befüllen, oder? Ich stehe genau in der Mitte. Das ist wie Achterbahn fahren. Nächster! Den ganzen Tag sinnlos hin und her gurken. Er ist ja nicht sinnlos. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Die Mission, Wasser zu holen. Von unserer Mineralwasserquelle. So, da bin ich wieder. Ein Hybrid-Trecker. Halb Trecker, halb Boot. Hier, guck mal, das ist aber eine schöne Brücke. Und voll. Ach, da muss ich mal durchfahren. Hey! War zuerst eine Brücke. Okay, Geschwindigkeitsbegrenzung 15 und LKWs dürfen nicht durch. Ich habe einen Trecker, das packt die, ne? Einmal einen Treckerweg nehmen. Oh, das ist kein Treckerweg. Oh shit. Oh, du packst das. Scheiße, hier komme ich nicht weiter. Passe ich nicht durch. Ja, das sind Reparaturkosten. Hier auf dem Dorf kennt man sich halt. Ja.
Wieso habe ich da jetzt rote Kartoffeln? Wieso habe ich da jetzt rote Tomaten und da habe ich gar nichts? Ich mag sie nicht, aber ich habe sie geschält. Die Arbeit war nicht umsonst. Schmeckt immer noch scheiße. Ekel, habt sowas. So. Die hänge ich die nochmal ab. Ah ja. Dann wollen wir zum Mais gucken. Und zwar noch September, aber sieht ja schon nicht schlecht aus, ne? Plus 73%, aber immer noch im Wachstum. Benötigt Kalk. War eigentlich nicht die ganzen Maistriebe kaputt, wenn ich jetzt hier mit dem Kalkhänger rüberballer? Wo kommt das Kalk rein? Kann ich das in den Gülledings reinmachen? Und die Düngermaschine da? Kein Feld gefunden. Oh oh. Aber gleich noch ein Stück vorfahren. Nein! Ich hab das falsche Gerät. Aber das ist doch so ein Maispflücker, oder nicht? Mist, der sammelt nichts. Ich mach nur kaputt. Hä? Aber das ist doch, ich denke, der hier ist für Mais. Der ist nicht für Mais. Wofür ist das Ding? War ich da vielleicht mit diesen anderen Dingen einfach durch? Kann ich Mais ernten? Ja, es funktioniert doch. Kombination. Ich habe den falschen Aufsatz. Maispflücker verkaufen. Ja. Maispflücker kaufen. So, da sind wir. Der ist ja mega klein. Das sieht auf keinen Fall cool aus. Oh, kriegen wir den hier in Position? Und? Ich mache immer noch alles kaputt. Habe ich was vergessen? Wieso geht das nicht? Da stand, das Ding ist für Mais. Ich wurde über den Tisch gezogen. Was heißt hier abgeerntet? Mein Tank ist leer. Im Wachstum. Oh, der ist noch gar nicht fertig, mein Mais. Schande! Nächste Problem angehen. Hä? Ich will die gar nicht behalten. Ei! So, so. So, jetzt werden die direkt verkauft. Oder nicht? Habe ich Geld dazu gekriegt?
Also die stehen hier noch, aber ich glaube, ich habe Geld dafür. Im Wachstum. Wie lange brauchen der Mais noch, bis der fertig gewachsen ist? Oh, hier geht alles kaputt, wenn ich da durchlaufe. Im Wachstum. Das ist doch Kacke. Kann ich ernten? Ja, tut mir leid, Farmers. Eigentlich wollten wir ja heute den Mais ernten, aber das wird wohl nichts. Der ist, wie ihr seht, immer noch im Wachstum. Ja. Der Mais ist scheiße. Müssen wir das nächste Mal machen? Mal gucken. Vielleicht haben wir ja dann nächstes Mal auch schon ein bisschen Geld, dass wir irgendwie anfangen können, in ein Grundstück zu investieren, wo wir uns sesshaft machen wollen. Müssen wir mal schauen. Bis dahin, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao.